Herzlich willkommen zum Videoblog des TSV Anschlussheims. Der TSV hat heute mit 107:0 gegen den RC Aachen das Viertelfinale gewonnen und trifft nächste Woche im Halbfinale auf Stuhlstar München. Unser Interviewpartner, Spieler des Tages, Hakler Sven Wetzel. Sven, 107:0 gegen Aachen, das war auf jeden Fall ein deutliches Ergebnis. Was kannst du uns zum Spiel erzählen? Ja, war ein super Spiel. Die äußerlichen Bedingungen waren jetzt nicht so top. Bei Dauerregen 10 Grad gibt es im Mai eigentlich schon besseres Rugbywetter, aber ich denke, wir haben das Beste draus gemacht. Wir haben wirklich hart die letzten Wochen trainiert, wo spielfrei war, mit 3 Trainingseinheiten, Kondition, Kraft, Gedränge, Gasse, alles super gemacht und konnten wir heute größtenteils wirklich so gut es ging umsetzen. Ein paar Bälle sind immer runtergefallen, aber bei den Wetterbedingungen bleibt sowas halt nicht aus. Super, vielen Dank. Sven, nächste Woche gegen Stuhlstar München im Halbfinale, da geht es nochmal um die Wurst und es wird auch das letzte Heimspiel sein für diese Saison. Wie geht's jetzt weiter für den TSV? Ja, unser Ziel ist ja ganz klar, ins Finale zu kommen. Und der Weg geht jetzt nur über Stuhlstar. Wir haben jetzt schon 2-mal in der Saison gegen die gespielt. 2 harte Matches gehabt. Und ja, ich denke, die Trainer werden uns jetzt optimal in den nächsten Tagen darauf vorbereiten. Und ich bin zuversichtlich, dass das alles klappen wird. Alles klar, Sven. Dann nochmal vielen Dank und herzlichen Glückwunsch. Wir sehen uns nächste Woche wieder.